Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir beginnen mit einer guten Nachricht. Frieden. Was wir vor einem Jahr noch für fast unmöglich gehalten haben, wird jetzt Wirklichkeit, sagt Rüdiger Paulert vom Projektteam Dorfladen Frieden. Ein Jahr, nachdem der Rewe-Markt in Frieden seine Türen geschlossen hat, eröffnet am Donnerstag, dem 6. Oktober um 8 Uhr an gleicher Stelle der Friedener Dorfladen. Über 300 Bürger sowie der Landkreis Hildesheim haben dieses Projekt finanziell ermöglicht. 5 Friedener Handwerksbetriebe und deren Mitarbeiter haben das Team beim Umbau tatkräftig unterstützt. Weitere Informationen zum Dorfladen und aktuelle Bilder finden sich auf der Homepage www.dorfladen-frieden.de. Wir kommen zur Kultur im Leinebergland, Eifelt. Das 29. Hirschberger Heimattreffen in Eifelt stand unter dem Motto der Wahrnehmung von Tradition und gemeinsamer Geschichte im Hause Europa. Gemeinsam begingen zahlreiche deutsche und polnische Heimatfreunde wieder 3 abwechslungsreiche und erinnerungsträchtige Tage in der Leinestadt, an denen der Festakt in der Aula der Kurt-Schwertfeger-Aula zu einem der Höhepunkte zählte. Verständigung und Versöhnung waren Begriffe, die bei diesem Festakt immer wieder zu hören waren und die klar im Mittelpunkt standen. Den feierlichen Rahmen der Veranstaltung unterstrichen neben den mahnenden und ernsten Worten auch die Auftritte der Musikschulen Bad Warmbrunn und Eifelt, die mit ihren musikalischen Darbietungen den festlichen Charakter noch verdeutlichten. Und zum Schluss der Sport im Leinebergland. Kreis Hildesheim. Hildesheim ist ein sehr leistungsstarker Fußballkreis, der viele herausragende Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Lobende Worte von höchster Stelle gab es am Sonnabend in der Sorsumer Sporthalle. Der NFV-Präsident Karl Rothmund war einer von zahlreichen Gästen, die dem NFV-Kreis zum 70. Geburtstag gratulierten. Vorsitzender Detlef Winter freute sich bei dem Festakt über einen regen Zuspruch. Im NFV-Kreis Hildesheim finden sich gute Vereine, engagierte Schiedsrichter und eine funktionierende Führungsebene, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, so Rothmund. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.